Wie hausen die Feuerwehrler, wenn sie einmal nicht im Einsatz sind? Und was machen sie dann eigentlich? Eine Frage, die die Pfullinger Brandlöscher gestern bei einem Tag der offenen Tür beantworten wollten. Ihren Posten haben die rund 90 Freiwilligen seit nunmehr 20 Jahren im Feuerwehrhaus in der Bismarckstraße, nachdem das alte Domizil zu klein geworden war. Und ihr Zeitvertreib ist die Wartung der Gerätschaften und die Fortbildung. Denn die Anforderungen sind mit Brandbekämpfung, Unfallhilfe und Gefahrstoffabwehr vielfältig.